Wie ihr seht, sind wir heute mal in einem anderen Studio, liebe Freunde. Ich hoffe, das ist hier nicht zu windig, dass man das auch ganz gut verstehen kann, was ich euch so erzählen möchte. Und zwar sind wir hier an dem wunderschönen Hemmelsdorfer See in der Badeanstalt. Und ja, hier wollen wir uns ein neues Review gönnen. Und zwar geht es heute um den Grado Kaffee Snuff. Einen vom Pöschel, den es so offiziell wohl bald nicht mehr in Deutschland gibt. Ich habe aber noch einen Tabakladen hier tatsächlich in Lübeck gefunden, der den noch hat. Und da habe ich mir erstmal eine Dose gesichert für 2 Euro. Und ja, wir schauen uns den jetzt mal genau an. Viel Spaß! Kanal meldet sich wieder. Ja, heute mal. Ich hoffe, das ist nicht zu windig. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ansonsten müssen wir das Video halt nochmal machen. Und zwar geht das heute um den Grado Kaffee Snuff von Pöschel in der 4 Gramm Box. Ja, dieser Tabak, den gibt es wohl jetzt auch bald nicht mehr in Deutschland. Ich habe gesehen, es gibt ihn noch bei Snuffmore, aber beim Snuff Store gibt es ihn schon nicht mehr. Er soll wohl irgendwie aus dem bei Deutschland rausgegangen sein. Aus welchen Gründen auch immer, kann ich euch gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall gibt es den offiziell nicht mehr zu kaufen. Warum, weshalb auch immer. Der ist nämlich auch nicht mehr in der Pöschel-Liste da, die ich jetzt, die man kriegt, wenn man da gratis bekommt, ist er dann auch nicht mehr mit drin. Ja, ich schaue mir erstmal die Verpackung an und dann kann ich noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Wir gucken mal, ob das klappt. Ich muss mal ein bisschen Platz machen. Also, so schaut die Verpackung aus. Wir haben das hier in schwarz gehalten. Hier sind so ein paar Kaffeebohnen drauf. Und das O ist auch eine Kaffeebohne. Kaffeesnuff in schwarz. Ja, das ist hier aufgedruckt. Kann man also nicht abmachen, den Aufkleber. Hinten steht da nichts Besonderes drauf, außer dass hier nur 4 Gramm Tabak drin sind. Ne? Ansonsten haben wir hier wie beim Pöschel, Ozona, Sherry und so diese typische Drehbox, wo man dann dran dreht und dann den Tabak rausbekommt. Ja, dann wollen wir hier mal so ein bisschen dran drehen. Moment, ich muss das mal aufdrehen. Ja, mit einer Hand ist auch ein bisschen schwierig. So, ja, also hier ist eine Öffnung, wo man das dann rausmachen kann und dann schauen wir uns mal an. Ich hoffe, er weht jetzt nicht weg, wie er denn aussieht. Ja, so schaut das Ganze aus. Ich habe jetzt leider keinen zum Vergleich da. Man sieht hier aber schon, es ist relativ ähnlich, wie man es vom Pöschel kennt. Wir haben hier ein bisschen auch groberen Snuff und auch ein bisschen feucht. Jetzt fängt es schon langsam an wegzuwehen. Ja, aber so sieht das Ganze dann aus. Also auch dort nichts Besonderes. Feuchte und Mahlgrad sind gleich. Gut, dann drehen wir mal wieder um. So, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal den Geruchs- und Geschmackstest. Erstmal riechen wir dran. Ja, auch hier, wenn ihr dran riecht. Ja, es kommt ein guter Kaffeeduft raus. Ähnlich wie bei so einem frisch gebrühten Espresso oder frisch gebrühten Kaffee. Geht vielleicht ein bisschen mehr in die Cappuccino-Linie rein. Ist aber durchweg ein leckerer Geruch. Vom Tabak rieche ich jetzt nicht so viel. Man hat also wirklich den, ist jetzt auch ein bisschen schwierig hier draußen, ist mir gerade aufgefallen, das wirklich zu riechen. Ah, jetzt wird es schon wieder windig. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem noch verstehen. Ja, ein klein wenig Tabak ist dezent im Hintergrund zu riechen. Aber gut, wir wollen mal schauen, ob wir uns etwas gleich aufgehört haben zu wehen. War eine schlechte Idee, aber ich wollte noch was anderes machen. Nächstes Mal sollte ich mir einen windgeschützten Bereich aussuchen. Hört gleich auf. Weht selbst die Kamera schon. Naja, ich zeige euch derweil mal ein bisschen den See. Noch ein kleiner Bootssteg. So, jetzt ist der Wind weg. Ich zeige euch gleich noch mehr am Ende. So, und ja, dann würde ich sagen, machen wir mal den Test. Ja,
wenn ihr ihn reinnimmt, ihr habt wirklich gleich, als wenn ihr euch eine Kaffeebohne in die Nase reinsteckt. Also es riecht wirklich sehr doll nach Kaffee. Allerdings ein bisschen süßlicherer Kaffee. Ich würde jetzt gar nicht mal so auf diese typische Kaffeeduft sagen, also wenn man jetzt am offenen Filter Kaffee riecht, sondern doch eher so ein bisschen mehr dieses Kaffeepulver, wie Cappuccino-Pulver zum Beispiel aus der Dose. So ähnlich riecht das. Ich finde ihn vom Großen und Ganzen her eigentlich gar nicht mal schlecht. Wenn man ihn jetzt ein bisschen länger drin hat, kommt tatsächlich auch noch ein bisschen, aber das ist ein bisschen herberer Tabak. Da bekommt man doch jetzt ein bisschen herberen Geschmack mit. Und das finde ich jetzt aber gar nicht so verkehrt. Das kann man auch ruhig, wie kann man das ja am besten beschreiben? Ja, ihr habt also diese Kaffeebox und dann würde ich sagen, dass ihr so ein Schmalzler ähnlich tatsächlich, da so einen Geschmack mit dabei habt. Ne? Deswegen finde ich das eigentlich schade, Büschel, den ihr nicht in Deutschland bekommt. Wie gesagt, ich hatte jetzt noch Glück, dass ich ihn im Laden gefunden habe. Also wie gesagt, ich habe 2 Euro für das Büschel. Das ist natürlich ein bisschen teurer, da nur 4 Gramm. Aber für den Ladenpreis, denke ich mal, geht das in Ordnung. Bei Snuff & More kostet er derweil noch 1,70 €. Da müsst ihr gucken, ob ihr den da mal bestellt, weil es lohnt sich auf jeden Fall, den mal zu probieren, weil schlecht ist er nicht. Ja, Fazit. Ich finde den Tabak gut. Schade, dass er, wie gesagt, nicht mehr hier hergestellt wird oder nicht mehr vertrieben wird. Hergestellt wird er ja dann wohl anscheinend noch. Kann doch ruhig wieder mit ins Programm aufgenommen werden, lieber Special Team. Und ich denke, da solltet ihr mal überlegen, den nicht mal wieder auf den Markt zu bringen. Ja, was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Ja, er ist auf jeden Fall anfängertauglich, weil man kann ihn sehr leicht aufschnupfen. Und allerdings könnte es auch ein bisschen mehr sein, vielleicht mal 8 Gramm oder 7 Gramm, weil 4 Gramm sind ja dann für einen oder anderen doch ziemlich schnell weg. Das könnte auch noch ein bisschen mehr sein. Ansonsten kann ich Ihnen dafür eine klare Empfehlung aussprechen. Und ich denke, ihr macht damit eigentlich dann auch keinen Fehler. Ja, ich gebe dem Grado oder Grado Kaffee gebe ich 6 von 10 Punkten. 6 von 10 deshalb, weil es ihn nicht mehr in Deutschland gibt. Deswegen ist das Rating ein bisschen weiter unten. Es wäre aber schön, wenn man ihn wieder bekommen könnte. Ja, ich würde sagen, ich schwenke noch einmal mit der Kamera hier über den See. Dann könnt ihr euch den einmal angucken. Das ist übrigens hier der tiefste Punkt Deutschlands. Ja, man kommt drauf. Wir haben hier eine 40 Meter Wassertiefe in dem kleinen See. Das ist jetzt aber so. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht zu toll. Es gibt natürlich Seen bei euch, Bodensee oder so, die sind natürlich tiefer. Aber wir liegen hier auf Meereshöhe. Das heißt, die Ostsee ist hier genau gleich hoch wie dieser See. Und deshalb kommt das dazu zustande, dass diese 40 Meter hier tatsächlich der tiefste Punkt sind. Auch wissenschaftlich gesagt die größte Kryptodepression in Deutschland. Die tiefste Kryptodepression in Deutschland. Ja, sehr interessant. Nebenbei, by the way, ich schwenke einmal rüber, dann kann ich noch ein klein bisschen was über den See erzählen, wenn ihr Lust habt, und schaltet ihr einfach ab. Ich würde sagen, wir schwenken noch einmal rum und dann könnt ihr euch das alles nochmal selber angucken. Ja, hier vorne haben wir noch so einen kleinen Bootssteg und hier geht das dann weiter. Da hinten haben wir dann Hemmelsdorf, so wie der See auch heißt. Wir sind jetzt hier aber in Offendorf und ja, da hinten geht das dann auch noch weiter. Wie gesagt, der tiefste Punkt befindet sich hier in dem Teil da hinten geradeaus, wenn ihr rüber guckt, wo die Bäume alle sind, das ist die Böveninsel. Naturschutzinsel und dahinter ist noch der Flachsee, der ist nicht ganz so tief, der ist nur 4 Meter höchstens tief und hier im länglicheren Teil, also wo wir uns gerade befinden, hier ist dann auch der tiefste Punkt, der ist ungefähr gute, ich schätze den Teil mal so an, ungefähr 150 bis 200 Meter in die Richtung. Ja, und da drüben haben wir dann auch noch das andere Ufer, wenn ihr jetzt mal da guckt, da hinten, ich mache einmal den Arm weg, dann könnt ihr noch sehen, da befindet sich der Grammersdorf. Und ja, hier befinde ich mich und wir schwenken nochmal rum und da hinten haben wir noch ein paar Windmühlen und da ganz hinten am Ende des Sees kann man jetzt nicht sehen, da ist Kreuzkamm und ja, hier befindet sich die Badeanstalt, in der ich Aufsicht bin. Im Sommer, jetzt ist natürlich keiner mehr da, weil der Sommer hier nicht mehr so schön ist. 3-Meter-Turm ist da, Volleyballfeld, ja, alles was man so braucht, Toiletten, Duschen. Ist alles mit dabei. Billard kann man hier spielen, Tischtennis kann man hier spielen. Ne, oben ist noch ein Fußballplatz da hinten oben.
Ja, ich würde sagen, wenn ihr mal Urlaub macht, kommt gerne mal auf dem Abstecher hier vorbei. Gerne mal anmelden, vielleicht bin ich dann auch zufällig hier. Kann man sich gerne mal kurz unterhalten und mal an den einen oder anderen mal Schnupftabak mal probieren. Freue ich mich immer sehr drüber. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Bisschen länger heute, ich wollte euch noch mal ein bisschen den See zeigen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich werde erst heute Abend sehen, ob sich das dann auch wirklich gelohnt hat, das jetzt zu filmen. Ansonsten genießt einfach die Bilder und ich sage danke und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann haben wir den letzten Kandidaten von Pöschel, nochmal eine Tüte, die wir uns lange hingelegt haben. Ich sage bis zum